Also mein Name ist Oliver Völker, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaften und schreibe da auch gerade meine Promotion. Seit 3 Jahren bin ich dort. Das ist eine Online-Unterstützung für Sprachenkritik 1 und 2 und Sprachenkritik 1 und 2 ist eben im Wesentlichen eine Übersetzungsübung, wo wir Texte lesen von dem 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Texte der Poetik, der Literaturkritik und Theorie. Und den Präsenzunterricht zu entzerren, weil wir eben sehr viele Teilnehmer eben haben, bis zu 60, 70 Leute. Und nicht alle Fragen, gerade so Übersetzungsfragen, irgendwie artikuliert werden können. Ne? Nicht andere Leute kommen ran und sowas und können ihre Probleme eben auch zur Sprache bringen. Deswegen haben wir uns nur gedacht, dass es gut wäre, einfach noch abseits der Präsenzphasen die Möglichkeit zu geben, solche Sachen zu artikulieren und zu diskutieren und Übersetzungsprobleme irgendwie ja, zwischen den Studierenden hin und her zu schicken, ne? Dass sie sich irgendwie untereinander kurz schließen und sowas eben zusammen machen können. Deswegen hatten wir uns gedacht, dass es gut wäre, irgendwie sowas wie ein Forum einzurichten, dass die Leute sich eben austauschen können und eben eine Praxis des Übersetzens einführen können, abseits von den einzelnen Seminarthemen. Ja, bisher nicht explizit, sondern einfach nur implizit dadurch, was gemacht wird. Und bisher ist es tatsächlich noch ein bisschen so, dass die ihre Beiträge so in dieses Forum so reinschießen, ne? Und dann sofort wieder den Laden dicht machen. Und man muss noch ein bisschen eher darauf achten, dass wirklich Bezug genommen wird, gegenseitig aufeinander. Gerade auch, wenn Leute explizit sagen, hier gibt es zum Beispiel eine Doppeldeutigkeit oder hier gibt es 2 Übersetzungsmöglichkeiten, die gleich irgendwie rechtfertigt werden, was mache ich jetzt? Ne? Also wenn offen Fragen artikuliert werden, werden die dann, wo das ja so eine Vorlage ist, nicht aufgegriffen von den Studierenden und da muss man eben noch ein bisschen stärker hinterher sein, dass die das eben auch machen und auch nutzen. Ne? Ja, ich hätte natürlich den Wunsch, dass es sich ein bisschen verselbstständigt und es einfach so eine Kultur entsteht, dass das genutzt wird. Weil ich finde persönlich, dass es eine gute Form ist, zusätzlich zu den jeweiligen Terminen noch die Möglichkeit des Übersetzens wahrzunehmen und einfach als Praxis einzuüben und man einfach relativ unkompliziert solche Sachen, also Fragen sozusagen in die Menge schicken kann, ne? Und man sich eben dann austauschen kann, wie das gemacht wird. Also ich hätte das als Studierender ganz gut gefunden, glaube ich. Es gibt halt irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur in den Geisteswissenschaften ist, so eine gewisse Hemmschwelle, dass man irgendwie Angst hat, ich weiß nicht, dass der eigene Beitrag irgendwie von anderen nicht so gut gefunden würde oder sowas, wahrscheinlich normal, ne? Ja, und irgendwie gibt es da so eine gewisse Textscham, hat der Kollege gerade gesagt, am Schreibzentrum und das ist halt irgendwie so, ne? Dass man, es unangenehm ist, so eigene Beiträge so in die Öffentlichkeit und auch wenn es nur im Netz ist, ist es doch irgendwie nur Öffentlichkeit, ne? Da reinzustellen. Und da muss man noch ein bisschen Leute mehr pushen, so dass die das machen. Ja, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal so ein bisschen, ja, so eine intrinsische Motivation dann entwickelt, dass das so einfach normal wird.